Und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play Mass Effect Andromeda. Das war knapp. Wir schauen mal, warte mal, wie könnte ich mir die Quests nochmal anzeigen lassen? Tab? Nein. Ich würde gerne die anderen Quests. Was haben wir hier? Wir haben die da. Director Tell, mit dir möchte ich nicht reden. Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Bahntechniker, bitte melden Sie sich am Ankopplungsbereich der Imperium. Da geht's ja runter. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt. Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Okay. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Rush Zeit hat, sie sich anzusehen. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt hier unten noch eine. Und dort vorne haben wir noch eine Klappe. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie ihr, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt hat. Hier haben wir eins. Scan wird durchgeführt. Diese Wartungsklappe wurde manipuliert. Schick die Daten an Raj. Verstanden, Pathfinder. Jetzt haben wir aber noch eins zu scannen. Also momentan geben wir wirklich schon Sabotage aus. Liam, reden wir gleich mit. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellis arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Dann werden wir dort gleich mal nachschauen. Unser Bier muss noch warten. Hier herrscht Chaos. Ach. Das Sicherheitsteam ist, sagen wir, unterbesetzt. Das ist nur zu verständlich. Die Nexus ist am Ende ihrer Kräfte. Nicht nur das. Viele Exilanten waren Sicherheitsleute. Sie alle waren für ein Grenzgebiet ausgebildet und bewaffnet. Wir wissen, die Cats sind gefährlich. Und jetzt machen uns auch noch unsere eigenen Leute Sorgen. Keine Ahnung, wohin sie sind, aber sie waren wütend. Sie waren frustriert. Hätten sie einfach nur töten wollen, hätten sie auch hier bis zum Ende kämpfen können. Anscheinend sind wir für alle die große Hoffnung. Nicht die Hyperion, nur wir. Ich stehe hinter ihnen, aber es ist viel verlangt. Solange die Nexus hier ist, solange wir hier sind, haben wir einen Job zu erledigen. Doppelte Anstrengung, Krisenmodus. Das kriege ich hin. Wir kriegen das hin. Bereit und willens, Pathfinder. Dann ist ja gut. Marinette. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Für meine Güte, Sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für okay. ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was hat er denn getan? Oder was für ein Verbrechen? Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet.
Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Klar, ich kann das tun, aber ich bin kein Detektiv in dem Fall. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Datenpad. Lieutenant, basierend auf Statusbericht 16C, sind kein Schritt näher, in einem Sektor Fuß zu fassen. Ohne ordentliche Aufklärung und bessere Informationen über diesen Feind sind unsere Bemühungen wohl sinnlos. Das Risiko unter macht eine Rechtfertigung schwer. Persönliche Monarchen müssen die Erwartungen erneut herabsetzen. Kann das? Okay. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Okay. Das Bis ist also bald, nicht Kandros. Der Offizier, mit dem ich die rede. Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Dann machen wir nämlich das mal kurz, dass wir... Muss ich mit dir deswegen reden? Dürfte ich bitte mal? Dankeschön. Ah, halt, ich soll jetzt erstmal, glaube ich, eben mit Sarah dann gleich das klären. Map. Ah ja. Der Gefängniswärter, alles klar. Ein Waffenhändler? Okay. Kann ich Ihnen helfen? Hoffe ich doch. Pathfinder Ryder. Ich will zu Nirken Rancis. Ah, unser Mörder. Seine Frau ist ständig hier. Ich wette, sie hat Ihnen ihr Rührstück erzählt. Nirken, aus Ihnen wird noch richtig was. Ein Pathfinder will mit Ihnen reden. Ein Pathfinder, hm? Sie haben schweres Gerät geholt, um den ersten Mörder von Andromeda ins Exil zu schicken. Ihre Frau ist völlig verzweifelt. Sie sagt, sie waren es nicht. Und dass sie sie liebt. Sie ist eine wunderbare Person. Es ist bereits zu spät. Sie haben mich für schuldig befunden. Warum erzählen Sie mir nicht, was passiert ist? Ich war Teil des vergeblichen Versuchs, auf Eos eine Kolonie zu errichten. Wir waren so gut wie geliefert. Von Feinden überrannt. Unser Anführer tot. Der Sicherheitschef Reynolds, mein Freund, weigerte sich, die Evakuierung anzufordern. Wir haben gestritten. Das haben alle gesehen. Soweit ich weiß, verstößt ein Streit nicht gegen das Gesetz. Da ist noch mehr. Er hat befohlen, dass wir uns neu formieren und einen Gegenangriff starten. Wir waren unterwegs durch einen Sandsturm. Ich habe eine Bewegung gesehen, dachte, es wäre ein Cat und ich geriet wohl in Panik und schoss. Ein Zeuge hat gesehen, wie die Brust des Chiefs explodierte. Das tut mir leid. Ist ja schrecklich. Wir standen uns nahe. Er war ein verdammter Stur. Ich habe ihn dafür bewundert. Aber ich war wütend bei unserem Streit. Es gibt eine Aufnahme davon. Ziemlich heftig. Alle sind überzeugt, ich hätte es mit Absicht getan, damit wir evakuiert werden. Dagegen steht nur mein Wort. Gut, das ist natürlich so eine Sache jetzt. Geben Sie noch nicht auf. Ich werde mir die Beweise ansehen. Vielleicht finde ich ja etwas, das Ihnen hilft. Das wäre großartig. Sie sind ein Pathfinder. Kandros würde Ihnen bestimmt Zugriff gewähren. Vielleicht besteht doch noch Hoffnung.
Dann sprechen wir mal mit Kantos. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns das mit Sarah an. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Ich habe mit Nilkan Rancis gesprochen. Der Mann, der wegen des Mordes auf Eos für schuldig befunden wurde. Ja, unser erster Mord hier in Andromeda. Ich wünschte, es wäre auch unser letzter gewesen. Als die Kolonisierungsversuche scheiterten, war es der Stimmung nicht sehr zuträglich, dass ein hochrangiger Offizier von einem unserer eigenen Leute getötet wurde. Die Meuterei hier auf Nexus war wahrscheinlich unvermeidbar, aber dieser Mord war der auslösende Funke. Ich finde es falsch, das alles auf ihn zu projizieren. Ist es auch, aber so wurde es nun mal wahrgenommen. Trotz mangelnder Beweise passte alles zusammen. Er hat nur gesagt, glauben Sie mir, ich habe das nicht gewollt. Und Sie gehen davon aus, dass er lügt? Eine Lüge bedeutet einem Mörder gar nichts. Überzeugen Sie sich selbst. Eine Hauptzeugin, Cassidy Shaw, arbeitet in der Kommandozentrale. Reden Sie mit ihr. Außerdem gibt es eine Aufnahme des Täters, wie er das Opfer bedroht. Sie finden sie auf der Konsole da. Soweit es mich betrifft, ist der Fall abgeschlossen. Alles klar, aber sobald wir das Gegenteil behaupten, die Pflicht ruft. Oder behaupten können. Meine auch, Pathfinder. Auf der Konsole, auf welcher Konsole denn? Oh, Aufnahme, da haben wir sie doch. Die Nexus gegen Kolonist Nilkan, Beweisstück 7a. Hiram! Hiram! Sie haben die Anlage eingenommen! Du musst die Evakuierung anfordern! Wir werden nicht aufgeben, Nilkan. Wir holen sie zurück. Nein! Ich lasse nicht zu, dass dein Ego uns umbringt. Und wenn ich dich... Nein! Haltet ihn zurück! Haltet ihn zurück! Das ist ein bisschen mehr als ein Streit. So, wir haben immer noch den Saboteur zur Rede stellen, aber wir müssen jetzt noch mit. Naja, es ist so. Wo haben wir denn? Die soll hier auf der Brücke sein. Oder er? Hier kommen ein paar merkwürdige automatische Anfragen von den Stationssystemen. Cassidy Shaw. Ich bin Ryder. Ich untersuche den Mordfall nicht. Wie schaut die dann aus? Oh Mann, ich dachte, das wäre erledigt. Haben Sie die Audioaufzeichnung des Streits gehört? Ja. Ich habe geholfen, ihn von Chief Reinholds wegzuziehen. Man hat in seinen Augen gesehen, dass er ihn töten wollte. Und dann im Sandsturm? Ich hatte den Chief ziemlich gut im Blick. Er hat Nilkan direkt angesehen und Nein geschrien. Dann explodierte seine Brust. Ich werde das nie vergessen. Der Ausdruck in seinem Gesicht war der pure Schock. Haben Sie in der Nähe Cat gesehen? Nilkan hat es behauptet, aber ich habe keine gesehen. Es war allerdings ein schwerer Sandsturm. Man konnte nicht viel erkennen. Wenn sie gestritten haben und Nilkan sogar gedroht hat, ihn umzubringen, warum war Reynolds dann überrascht? Freunde streiten und sagen Dinge, die sie nicht so meinen. Verletzen einander manchmal sogar. Aber du rechnest einfach nicht damit, dass dein bester Freund dich erschießt. Für mich ist das Traurigste daran. Das Herz des Chiefs wurde gebrochen, direkt bevor es explodierte. Schwerer Fall. Ja, sie teilt die Meinung des Chiefs, also den verurteilt hat und Nilkan bedauert, behauptet sie nein. Vielen Dank für die Information. Nichts zu danken. Es macht mir zu schaffen, dass wir ihn zurücklassen mussten. Er hätte ein ordentliches Begräbnis verdient. Die Leiche wurde also nie untersucht. Immerhin ein wichtiges Beweisstück bei einer Mordermittlung. Ten hat eine Mission, um ihn zurückzuholen, nicht genehmigt. Zu gefährlich, hat er gesagt. Ten möchte einfach nicht, dass dieser Fall aufgeklärt wird. Er möchte einfach nur ein Exempel statuieren an irgendwem, der gerade dahergelaufen kommt. Also braucht ein Sündenbock dafür, dass die Revolte stattfand. Das ist ganz einfach. Ryder, Sie mögen eine wenig schmeichelhafte Meinung von mir haben, aber ich möchte Ihnen wegen Ihres Vaters mein Beileid aussprechen. Danke. Ich kannte ihn nicht sehr gut.
Aber ich weiß, dass er eine entscheidende Rolle bei der Planung der Initiative gespielt hat. Ich bin mir sicher, er wäre äußerst beunruhigt darüber, dass noch immer mehrere unserer Archen vermisst werden. Sie sind ebenso Teil der Initiative wie die menschliche Arche. Wir werden sie finden. Das müssen wir. Aber tausende Kolonisten werden vermisst. Das wirft kein gutes Licht auf die Initiative. Haben Sie noch weitere Anliegen? In der Tat. Und zwar der Mord an Nilken. Oder der Mordfall Nilken. Ich untersuche die Mordanklage gegen Nilken Rancis. Und? Ich möchte nach Eos fliegen und Chief Reynolds Leiche bergen. Das gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Pathfinders. In der Tat. Der erste Mord in Andromeda. Und ich bin unparteiisch. Ich dachte, Sie würden wollen, dass die Sache korrekt abgewickelt wird. Die Besiedlung eines Außenpostens hat zwar Vorrang, aber im Prinzip habe ich keine Einwände. Sachbeweise werden den Fall nur noch eindeutiger machen. Je sicherer wir sind, desto besser. In Ordnung, aber gehen Sie diskret vor. Die Leute sollen nicht denken, dass wir den Fall neu aufrollen. Ich hoffe, was immer Sie finden, bestätigt das bisherige Verfahren. Und falls nicht, kriegen wir das auch irgendwie hin. Wir senden Ihnen die Koordinaten des Tatorts. Viel Glück. Das wäre alles. Danke für Ihre Zeit. Nichts zu danken. Wie Sie so treffend bemerkt haben, brauchen wir einander. Unser beider Zukunft hängt vom Erfolg des anderen ab. Alter, halt die Klappe. Ich mag ihn überhaupt nicht. So, und er hat ja gerade verlauten lassen, dass er eigentlich ja fest davon überzeugt ist, dass er es war, aus was auch immer für einem Grund. Und wem muss ich hier noch reden? Professor Herrick. Was, wenn Sie Sauerstoff in durchlässigen Gewebe speichern, wie Kreros Steinfisch? Ich vermute immer noch, dass in dieser Panzerung eine Atemausrüstung integriert war. Vielleicht ist ja beides wahr. Das Leben ist unendlich anders. Also, darf ich bitte mit dir reden? Professor. Sie müssen der Pathfinder sein. In der Tat. Ausgezeichnet. Sie und Ihr Sam sind genau das, was wir brauchen. Bitte? Danke, Mr. Professor Herrick. Professor Meine Kollegen Herrick, und ich werden mit Hilfe Ihres Sam und der von Ihnen gesammelten Daten Andromedas wissenschaftliche Geheimnisse lüften. Ich bin zwar normalerweise im Außeneinsatz, hätte aber nichts gegen ein wenig Fachsimpelei einzuwenden. Sie wissen schon. Sie sind uns jederzeit willkommen. Nicht, dass wir viel zu studieren gehabt hätten, während wir hier 14 Monate lang auf engstem Raum eingepfercht waren. Aber Ihre Daten über die Geißel sind ein Gedicht. Wir können jetzt hinsichtlich der erforderlichen Reparaturen deutlich fundiertere Empfehlungen abgeben. Und vielleicht gesteht uns Edison ja sogar einen vernünftigen Arbeitsplatz zu. Wie soll man bei all dieser Unruhe nur denken? Nun denn, so, okay, dann haben wir das auch gemacht. Das heißt, wir sollen immer noch den Saboteur finden. Dann werden wir das jetzt mal tun. Aber wir reden später. Ich muss... Kühlstation... Habitationsdeck. Ich denke, das ist der Ort, an den wir hin müssen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir die Saboteure noch frischer Tat attacken können. Und ich muss ja eh noch zum Sam kehren. Sarah Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass Sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf Ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu Ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Der echte Saboteur schiebt die Sache möglicherweise Ihnen beiden in die Schuhe. Weil wir beide herausgefunden haben, dass etwas im Gange ist?
Das könnte sein. In der Tat. Es ist besser als die Vorstellung, dass es Rush war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Rush, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein. Sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Und was ist, wenn er den Funk abhört? Ist auch egal, wir werden die ganze Sache einfach in der nächsten Folge ermitteln und vielleicht werden wir auch unser Schiff dann kriegen. Mal sehen. Aber bis dann, du machst's gut. Ciao.